Es wird kein Sophia Beauty Café auf YouTube mehr existieren. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch heute leider in Anführungsstrichen etwas zu sagen. Seit 2009 bin ich nun auf YouTube dabei, seitdem ich 15 bin. Und damals habe ich begonnen, ja, weil mir einfach langweilig war, weil ich YouTube für mich entdeckt habe und weil ich einfach Spaß gehabt habe, Videos zu drehen. Über die Jahre habe ich mich weiterentwickelt, ich bin erwachsener geworden, ich bin reifer geworden, meine Persönlichkeit ist anders als damals. Ich habe mein Abi gemacht, habe studiert und bin jetzt auf Mauritius auf einem Auslandsaufenthalt. Wer hätte gedacht, dass ihr das Ganze mitbegleiten könnt? Ich habe so viele Möglichkeiten durch euch bekommen. Ich durfte nach Paris mit La Roche-Posay, ich war in L.A. und in Vegas dank euch. Das war ja wirklich nur dank euch. Tausend Dank nochmal dafür. Das war im Oktober 2015. Da habe ich auch ganz, ganz viele Videos dazu abgedreht. Die findet ihr auch alle hier auf Sophia Beauty Café. Da sind wir auch schon genau bei dem Knackpunkt. Ich muss sagen, ich kann mit Sophia Beauty Café nicht weitermachen. Es wird kein Sophia Beauty Café auf YouTube mehr existieren. Und vielleicht haben es schon einige mitbekommen oder unter dem Video gelesen. Da steht nämlich mittlerweile Sophia Martinez. Oder Sophia Martinez, wie man es nennen will. Sophia Martinez. Ich habe spanische Wurzeln und zwar aus Uruguay und Sophia Martinez ist auch mein richtiger Name. Englisch vielleicht, das ist eine super kleine Banalität, aber es ist es eben nicht, sondern ich will einfach so ein bisschen mit dem Thema abschließen und mit was Neuem 2017 beginnen, denn ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Feier ins neue Jahr und seid gut reingerutscht. Viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, was ändert sich auf diesem Kanal? Und im Großen und Ganzen ändert sich absolut nicht viel. Ich weiß, dass ich in den letzten 3 Monaten meinen Kanal etwas vernachlässigt habe und das soll 2017 absolut anders werden. Ich will mich wieder voll und ganz in diesen Kanal hier rein hängen, so gut es geht, aus dem Ausland heraus. Und ich habe mitbekommen, dass YouTube momentan eigentlich total den Bach runtergeht. Auch ich spüre das. Ich glaube, ich habe in den letzten 30 Tagen vielleicht 10 neue Abonnenten gemacht. Das ist nicht normal. Seit Erstellung meines Kanals habe ich, glaube ich, im ersten Monat vielleicht 10 Abonnenten gemacht. Und danach war das nie wieder so. Meine Klickzahlen gehen massiv runter und auch in meinen Analytics, meine Videos werden nicht mehr vorgeschlagen. Und das passiert ziemlich, ziemlich vielen YouTubern momentan. Deswegen bitte ich euch drum, das ist umso wichtiger, eure Lieblings-YouTuber zu unterstützen. Abonniert sie, schaut, ob ihr sie noch abonniert habt. Unterstützt sie auch auf Instagram, Twitter und Facebook. Alle Links dazu von mir auch unten in der Infobox. Und ich würde gerne von euch wissen, denn es wäre super cool, wenn ihr mir dabei helft, was ihr eigentlich auf meinem Kanal sehen wollt. Ich hatte mir überlegt, ein wöchentliches, so unnötig Video zu machen, da ihr so unnötig super liebt. Wenn ihr Themen dazu habt oder irgendwelche YouTube-Tutorials, die ich doch mal testen sollte, dann könnt ihr mir sie sehr, sehr gerne zusenden, sei es über Instagram oder auch unten in den Kommentaren. Des Weiteren hatte ich dann vor, dann noch ein zweites Video die Woche zu produzieren, was eher so ein sonstiges Video ist, beispielsweise eins mit meiner Mama oder auch mit Damian, wenn ihr euch mehr mit Damian wünscht. Natürlich auch DIYs. Ich persönlich liebe ja DIYs. Das ist so meine große Leidenschaft, die früher nie geguckt wurde und heute zum Glück auf YouTube ganz, ganz viel vorhanden ist. Dementsprechend also gerne alle eure Wünsche ab in die Kommentare. Ich will 2017 mit euch richtig durchstarten. Ich habe so Bock drauf. Ich habe so Bock auf euch. Ich liebe meine Community hier und danke für alles, was ihr mir bis jetzt ermöglicht habt. Und es wäre super, wenn ihr mir Videowünsche zuschickt, die ich natürlich auch aus dem Ausland heraus machen kann. Denn am 9. Januar fliege ich nach Malaysia und danach bin ich in Südostasien unterwegs. Dann fliege ich auch wieder zurück nach Mauritius. Das heißt, ich bin ungefähr bis Juli unterwegs. Dementsprechend kann ich zum Beispiel verrückte asiatische Beauty-Gadgets testen, alles Mögliche. Also seid da richtig, richtig kreativ. Ich werde natürlich auch kreativ sein. Und falls ihr wissen wollt, was ich so im Ausland treibe, dann solltet ihr auf jeden Fall dem Vlog-Channel folgen, denn da werden auch 2 Videos die Woche folgen. Zum einen mittwochs ein Video mit meiner Mama, wo wir über Themen sprechen wie Periode, Frauenarzt und Jungs und auch natürlich andere Themen, die ihr vorschlagt. Einfach so ein paar Probleme, die man so zwischen Mutter und Tochter beispielsweise hat. Und dann wird natürlich noch ein Wochenblog folgen, auch extra viele Drohnenaufnahmen, extra viele GoPro-Aufnahmen. Ich zeige euch hier mal einen kleinen Ausschnitt. We'll be right back.
genau solche Sachen könnt ihr auf meinem Vlog-Kanal sehen. Also abonniert den sehr, sehr gerne, falls ihr das noch nicht getan habt. Wie gesagt, alle Infos unten in der Infobox. Hiermit nochmal ein riesen Dankeschön für alle eure Unterstützung. Lasst 2017 mega, mega geil machen. Mit allem, worauf ihr Bock habt und mit allem, worauf ich Bock habe. Hier in der Endcard verlinke ich euch meinen Rückblick 2015. Ich weiß, es ist nicht 2016. Trotz dessen will ich einfach, dass ihr euch diesen Rückblick anschaut. Dann wisst ihr nämlich, was ich meine. Und ich verabschiede mich von Sophia Beauty Café. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Hallo Sophia Martinez und ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dann. Tschüss.